Liebes Brautpaar, ihr seid aus freien Stücken vor mich hingetreten, um den heiligen Bund der Ehe zu schließen. Das ist wohl getan, denn wer Augen hat zu sehen, der erkennt, mein Sohn, deine Braut hat sowas Feminines. Schau sie dir doch einmal genauer an. Ist dir nichts an ihr aufgefallen? Die Braut ist eindeutig weiblich. Und du, meine Tochter, ist dir klar, wen du da heiraten willst? Na, einen Mann. Ja, meine Lieben, ihr seid Mann und Frau. Und deswegen komme ich jetzt zu der entscheidenden Frage. Mein Sohn, willst du diese, deine Braut, an mich abtreten? Ich will. Und da wir gerade beim Abtreten sind, würde ich dir auch gern mein Auto überlassen. Willst du mir die alte Schrottkiste für, sagen wir, 22 Riesen abkaufen? Ich will. Aber Schatz... Und du, meine Tochter, würdest du bitte den Mund halten, wenn sich erwachsene Männer unterhalten? Ich will. Denn dein Schatz will gerade eine gebrauchte Heizdecke von mir erwerben, nicht wahr? Ich will. Und du, einen Toaster? Einen Schnellkochtopf gar? Ich will. Einen Hometrainer? Ich will. Und eine Magnumflasche Lebertran? 48 Liter für 498 Mark und 50? Ich will. Und für die Schwiegermutter die gute Rheuma-Unterwäsche? Brav, ihr Lieben. Eure Bestellungen sollen erfüllt werden. Die Ware geht euch binnen 14 Tagen zu, per Nachname. Und was darf natürlich auf keiner Eheschließung fehlen? Eine Hochzeit ohne Magnum ist keine Hochzeit. Und darum, liebe Gemeinde, knockert euch einen. Und jetzt alle, Lagerlöcher!